Ich will einmal kurz hier ums Gebäude rumfahren, um auf Nummer sicher zu gehen. Nein. So. Wie gesagt, längere Spielpause. Okay, erstmal wieder mit auseinandersetzen. Okay. Greifen Ziel an. Was ist denn, Tali? Okay. Au. Na los jetzt. Oh fuck. Wollen wir mal die Waffen wechseln? Was ist Tali? Oh, da ist noch ein dritter. Okay, einer ist noch dort. Ja. Okay, ich muss erstmal. Oh mein Gott, jetzt, genau jetzt wechsle ich die Waffe. Na komm, das müsste passen, oder? Wunderbar. Alter, das war knapp. Da müssen wir nicht rein? Doch. Also müssen wir nicht, aber können wir. Wenn, dann gucken wir. Riecht nach Ärger. Ah, was war das denn? Na? Ach, meine Waffe ist überhitzt wegen irgendeiner Sache. Na. Na? Wo ist denn das fliegende Teil jetzt hin? Gut, das ist schon mal weg, aber hier sind noch mehr von den fliegenden Viechern, oder? Oh. Jetzt fängt der Spaß an. Ja, immer die falsche Taste. Uff. Ne, da können wir nicht durchschießen. Und eins ist über uns? Keine Ahnung. Alles nehmen. Was hast du gemacht, Tali? Okay, wir müssen mal eben nach oben. Gucken, was da Sache ist. Was ist denn hier los?
Komm her! Entsichert und geladen. Wer hat das denn jetzt gesagt? Das war keiner von euch, oder? Antrieb deaktivieren. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Ah. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde Sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir! Okay. Also ich habe keinen Grund, diesen Kreaturen in diesem Falle freundlich gegenüber zu sein, wenn die sich schon so verhalten. Ach. Wir nehmen alles erstmal mit. Ja, ich hatte jetzt eine lange Pause. Ich wollte eigentlich das innerhalb von einem Monat beenden. Hat bis einen Monat Pause gemacht, nachdem ich hier gefailt bin. Ich weiß nicht warum. Hat mein Flow ein bisschen unterbrochen. Aber na gut, jetzt ziehen wir es langsam nach und nach durch. Ich merke schon wieder, dass ich mit der Steuerung nicht ganz so gut klarkomme. Aber gut, wir machen das ganz entspannt. Der erste Teil ist ja eh etwas kürzer als zum Beispiel die anderen danach. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Waffen wegsteckt. Ich bin unterwegs. Das war heilen. Gut, keine Ahnung mehr. So, wir haben jetzt auf dieser Karte Hauptanlage, Fusionsantrieb, Forschungsstation. Ja, als nächstes wollen wir zur Forschungsstation. Okay. Ich muss mich erstmal ernsthaft wieder dran gewöhnen. Aber gut, der erste Teil ist tatsächlich, habe ich gespielt, habe ich ja schon gesagt, aber nicht mein Lieblingsteil. Also der erste ist, okay, ich, wo er rauskam, er war cool und interessant, aber irgendwie, damals war es toll, aber jetzt so heutzutage betrachtet, oh, geht so, ne? Muss ich ernsthaft sagen, so der zweite und dritte gefallen mir lieber. Gut, dann gucken wir mal. Von hier oben geht's noch nicht. Na, wann öffnet ihr euch? Okay. Bin ich nicht ein bisschen nah dran? Ja, bin ich. Kuckuck. Kuckuck. Alter, was eine Feuerrate diese Türme haben. Kuckuck. Kuckuck.
Einer müsste hier noch sein. Okay. Wunderbar. Ich mag dich, aber ich weiß nicht, was mit dir los ist, Katali. Hast du Schmerzen? Geht's dir nicht gut? Brauchst du irgendwie ein Antiseptikum, ein Antibiotika, irgendwas? Schlag auf den Kopf. Ach du heilige Scheiße. Irgendwann treffe ich. Okay. Noch mehr? Komm, zeig dich. Ich geh erstmal hier rein. Ich darf nicht vergessen, ich muss ab und zu mal... Wunderbar. Schnellspeichertaste ist rausgefunden. Okay. Dann joggen wir mal kurz hier rauf. Was mache ich denn da? Leichte Turianer-Rüstung, wunderbar. Okay. Und jetzt müssten wir theoretisch zur Hauptanlage. Bleiben Sie da stehen. Das hier muss nicht in einem Blutbad enden. Okay. Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen, oder wir können das friedlich lösen. Ich wusste gar nicht, dass ihr Batterianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer gehen. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Balak kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen. Um unser beider Willen. Balak ist ein toter Mann. Und das werden Sie auch sein, wenn ich Sie jemals wieder in menschlichem Territorium erwische. Kapische? Voll und ganz. Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Okay. Gut. Alles gut.
Wenn es so geht, dann gerne. Denn wenn wir es diplomatisch lösen können, mache ich es auch gerne. Oder in der Hauptanlage, ja. Das heißt, wir fahren jetzt aber erstmal zu diesem Forschungsblödsinn. Ach ja. Ah, ich freue mich schon auf den zweiten und dritten Teil. Den dritten habe ich eigentlich nie beendet. Habe ich nur... Eigentlich habe ich den zweiten auch nie beendet, ehrlich gesagt. Ich habe nur Nika damals sowohl den zweiten als auch den dritten Teil zu Ende spielen gesehen. Und das war's. Aber ich mochte die Reihe immer so sehr und deswegen wollte ich die nochmal nachziehen. Um die auch sozusagen komplett zu haben. Na komm. Steig aus. Fußabdrücke? Nach Osten. Ich nehme an, das Norden. Oh, Osten wäre in die Richtung. Okay, das können wir nicht öffnen. Letzter Eintrag, Forschungsstation 2, protokolliert von Forschungsleiter R. Montoya. Die Kommunikation ist abgerissen und in der Nähe des Hauptlage landet unbekannte Shuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, sie stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abwehrdrohnen scharf machen. Ich werde nicht auf meine Abholung warten, ich werde der Sache nachgehen. Na komm, Schilde. Wo seid ihr denn? Okay. Gut, dann laufen wir, gehen wir zur Hauptanlage. Ich denke mal, hätte ich alles getan. Ich wollte gerade sagen, also deinen Körper finden wir wahrscheinlich hier. Auf dem Weg. Schade. Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batterianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, macht sich nicht mehr die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Wow. Naja. Mehr für uns, aber... So, wir müssen da hoch. Oh, dann kommen wir hier an der Seite gleich hoch. So, hat wahrscheinlich wirklich ein Scharfschütze sich erledigt und ja. Schade. Menschenleben müssen hier umsonst sterben. Umsonst Blut vergießen. Gut, dann ballern wir uns jetzt hier mal kurz durch. Okay, die Hauptanlage ist doch ein bisschen größer. Oh, hoppla. Alter Falter. Okay, okay, Deckung, Deckung, Deckung und runter.
Au! Okay. Wunderbar. Alle Leute sind da, dann gehen wir rein. Okay, Leute, seid ihr bereit? Das wird lustig. Oh, Granatenkiste. Oh. Okay. Da war ein Scharfschütze. Oh, da hinten, okay. Okay, das war nicht weit genug wahrscheinlich. Ich muss mir die Fähigkeiten, glaube ich, nochmal durchlesen. Das ist groß. Da müssen wir dann später mal... Ich muss niesen, das ist schlecht. Müssen wir uns nachher auf dem Rückweg nochmal hier in Ruhe alles angucken. Um möglichst viel Loot mitzunehmen. Okay. Da muss ich mal eben kurz niesen. Na gut. Ich will lieber hier oben sein als da unten. Scheiße. Alle meine Waffen? Nee. Komm schon. Ah, da kann man gar nicht durchschießen. Wunderbar. Alter, wie viele sind hier? Und auch noch mehr Drohnen. Da oben ist auch noch einer. Alter, jetzt kommen sie doch noch von hinten. Oh mein Gott. Was ein Durcheinander, Alter. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Nochmal ganz kurz. Alle nahestehenden Feinde oder Objekte nehmen Schaden und werden anfällig für weitere Schäden. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Shepard Barriere. Eine biotische Barriere, die absorbieren zusätzliche Schilder. Mhm. Das haben wir schon.
Ah, das wollte ich nicht. Wie läuft die Schrotflinte in der Hand? Oh mein Gott. Natürlich gehen wir wieder hoch. Alter, wie viele Feinde sind das denn hier? Geh in Deckung. Geh in Deckung! Okay, komm. Ich will immer auf den... Ich will keine Fähigkeiten benutzen! Ich will eigentlich nur meine Waffen wechseln dann. Es ist so ungewohnt, das nicht auf 1 und 2 und so zu haben. Verstärkung. Ah, ey. Runter jetzt. Okay. Okay, den haben wir auch. Kommt noch mehr? So. Oh Gott, die Drohne. Geh in Deckung! Ich kann da doch durchschießen. Oh mein Gott. Wegen der Granate. Ich kann nicht schießen auf meine Waffe. Komm, wir müssen weiter. Okay, okay. Ich kann nicht schießen. Schieß doch. Geht doch. Es wird langsam hier etwas anstrengend. Wait, einer ist noch hier. Oh, genau, unter uns wahrscheinlich dann. Alter. Ist das hier ein Unlimited Spawn, bis wir irgendwas gemacht haben, oder müssen wir einfach nur genug töten? Na komm, geh von der Dings weg.
Wir rennen einfach los. Ob wir jetzt nach oben oder unten müssen, sehen wir gleich, aber... Ich glaube, wir müssen da hin. Was ein Bullshit, ey. Nein. Drückt er mir eine Rakete ins Gesicht. Ich glaube, es hackt. Stirb, Menschlein. Oh mein Gott! Ich dachte, vielleicht willst du reden. Ja, Mensch. Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie die Geiseln gehen. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde... Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Darum haben wir euch auf Elysium angegriffen. Darum mache ich das. Ihr habt uns doch in Zugzwang gebracht. Ihr habt uns zuerst angegriffen. Als wir zurückschlugen, seid ihr feige weggerannt und habt den Rat um Hilfe gebeten. Als ihr die nicht bekamt, habt ihr euch versteckt. Niemand anderes als ihr selbst tragt die Schuld. Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn sie wollen, dass ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten sie zur Seite treten. Ich will ihn töten, weil der andere, naja, ich weiß nicht, ob ich ihm vertraue, aber der andere wirkt vernünftiger als der hier. Ich werde einen Terroristen wie Sie ganz sicher nicht gehen lassen. Machen Sie mit den anderen, was Sie wollen, aber es wird das Letzte sein, was Sie tun werden. Ich hoffe, dass es das wert ist. Das war eine Negativentscheidung. Sie wartet ein blutiger Tod. Er ist hinterhältig, das hätten wir wissen können. What? Habe ich nicht aufgepasst. Oh, vor der Begegnung wurde nicht gespeichert, oder? Ah, aber hier nach, okay.
ich komme da selber nicht durch. Okay, ich weiß nicht, ob ich ganz so zufrieden mit meiner Entscheidung bin. Ich will mal ganz kurz was gucken. So nicht, ne? Oh, das war eine ganz schön abtrünnige Tat. Okay, wir sind nochmal hier. Ich habe gerade den Kampf dreimal neu machen müssen. Jetzt gerade fängt mein Spiel an zu laggen, aber ich kann es nicht neu starten, weil ich kann nicht im Kampf speichern. Mein Spiel ist gecrashed. Ja, mein Spiel ist gecrashed und Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Ich skipp mal kurz durch den Text durch. Ich bin dem Rat. Ich werde jetzt diesen... Wir wurden gezwungen ins Exil. Ihr seid schon... Darum haben wir euch... Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Und ich habe mir überlegt, wir werden ihn gehen lassen. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass Sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn Sie Ihre Freunde retten wollen. Papa! Okay, Zeitzünder. Hier unten nicht. Oh mein Gott, Abwehrdrohnen. Gut, das heißt, hier oben muss ja was sein. Und dann das... Ja, auch immer das war. Und das andere muss da drüben in der Krankenstation sein. Das ist schon ganz arschig, uns, dass wir ihn gehen lassen und er schickt uns noch eine Handvoll Drohnen auf den Kopf. Deswegen, am liebsten würde ich ihn ja nicht gehen lassen, aber ich hatte ja keine Möglichkeit, wenn die Leute am Leben bleiben sollen. Und das wollte ich ja eigentlich. Weil eigentlich bin ich ein guter Shepard, ich will nicht, dass die Leute sterben. Aber gut. So, jetzt müssen wir noch einmal nach unten. Wie gesagt, mein Spiel hat angefangen hart zu ruckeln, nachdem es gecrashed ist. Nachdem ich es dann neu gestartet habe und ja... Ich kann jetzt ja nicht speichern und das Spiel neu starten und... Ach Gott. Den Kampf 20.000 Mal zu machen, war jetzt auch nicht so toll. Gut. Damit haben wir es geschafft. Alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Befreien Sie die Wissenschaftler aus der Gefängniszelle im Büro unter der Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Ich... Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit Ihrem Team? Ich denke schon. In einem der Büros in der Nähe werden Geiseln festgehalten.
Ballack sagte, er würde sie in die Luft jagen, wenn ich... Sie haben ihn gehen lassen, um sie zu retten? Ist das... Werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Hätte ich zulassen sollen, dass er ihre Freunde in die Luft jagt? Hätte ich jetzt einige Leben opfern sollen, um später mögliche Tote zu vermeiden? Was? Nein! Niemand stirbt, solange ich das Sagen habe. Ja, vielleicht greift Ballack bald eine andere Kolonie an. Aber dann werde ich da sein und ihn festnageln. Ganz ruhig, Mann. Wenn Sie mich fragen, dann haben Sie das Richtige getan. Wer was anderes behauptet, dem werde ich ein paar Takte erzählen. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Ich weiß, ich verlange eine Menge, aber... Was ist mit dem Universalwerkzeug? Ich könnte sowas wirklich gut gebrauchen. Shepard, ich denke, ich habe erwähnt, dass Sie meine Kinder und Enkel gerettet haben. Was ist dagegen schon ein Universalwerkzeug? Hier, nehmen Sie es ruhig. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ja, alle. Jedenfalls ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn, ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Okay. Das nehmen wir. Und dann können wir jetzt ja die Leute retten. Unglaublich, dass Sie Ballack gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass Sie uns sterben lassen. Ein paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batterianer. Außerdem wird Ballack nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen Sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. War Ihr Bruder derjenige, den Ballack umgebracht hat? Ja, Aaron. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Commander Shepard. Ich gehöre zur Abteilung Special Tactics and Reconnaissance. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Was können Sie mir über die Batterianer sagen? Was wollten Sie mit dem ganzen Theater hier erreichen? Ich glaube, das wissen Sie selbst nicht. Als Sie eintrafen, hieß es, dass Sie uns auf Ihr Schiff bringen wollten. Sie wollten uns als Sklaven verkaufen. Als Ballack dann auftauchte, änderte sich alles. Es war seine Idee, den Asteroiden umzuleiten. Er sagte, das wäre der Wille der Batarianischen Rebellion, was auch immer das sein mag. Sie befolgten seine Befehle zwar umgehend, aber... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Sie sind nicht alle so fanatisch wie er. Das war sehr tapfer von Ihnen, Kate. Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als Sie mich über Funk kontaktierten. Sturheit und Zielstrebigkeit liegen in der Familie. Mein Vater gehörte zur Allianz der Erde. Ich glaube, er war enttäuscht, als ich keins seiner Kinder verpflichtete. Dennoch wäre er stolz gewesen auf Aaron. Tut mir leid. Ich bin nur... Das wäre sehr tapfer von Ihnen. Sturheit und Tut mir leid. Wie ist der Asteroid hierher gekommen? Warum wurde niemand früher alarmiert? Der Asteroid sollte in ein oder zwei Tagen eintreffen. Ballack hat die Sache nur beschleunigt. Dieser Felsbrocken ist voller wertvoller Mineralien, aber er war zu weit von Terra Nova entfernt, um sie abbauen zu können. Also brachten wir einige Fusionsraketen an und machten uns auf die Reise. Alles verlief problemlos, bis... Bald wird alles wieder in gewohnten Bahnen ablaufen. Fast alles. Sie haben viel durchgemacht.
Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. Gut, dann haben wir das geklärt. Wir haben einen Tagebucheintrag. Dann verlassen wir mal das Schiff, gehen zurück auf die Normandy. Den Asteroiden. Gehen zurück auf die Normandy. Und das war's dann auch für diese heutige Folge. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es weitermachen. Oh, mit Simon können wir noch sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Sie getan haben. Für uns alle. Ja, für euch alle. Okay. Dann können wir eigentlich wieder gehen. Zurück zur Normandy und... ja. Tagebuchseiten kurz durchhören. Und das war's dann. Nee, Codex war das natürlich. Der Zitadellsektor ist der nicht offizielle Begriff für alle Weltraumsektoren, die von Völkern kontrolliert werden, die die Autorität des Zitadellrats anerkennen. Auf den ersten Blick scheint es, dass dieses Gebiet sich über die gesamte Galaxie erstreckt. Aber in der Realität sind bis jetzt weniger als 1% der Sterne überhaupt erkundet worden. In Relation zur Größe der Galaxie ermöglicht selbst der Masseneffekt ULG-Antrieb keine besonders schnelle Fortbewegung. Unbevölkerte Raumsektoren und Systeme ohne Aufladungsmöglichkeiten für den Schiffsantrieb stellen immer noch ein Hindernis bei der Raumerkundung dar. Nur mit Hilfe der Massenportale können die Raumschiffe Sprünge von mehreren hundert Lichtjahren machen. Dies ist der Schlüssel, um von einem Ende der Galaxie zum anderen reisen zu können. Nach der Aktivierung eines neuen Portals kann das Zielsystem schnell erschlossen werden. Von diesem Punkt aus werden die umliegenden Sternencluster mit Hilfe des ULG-Antriebs erforscht. So entstanden mit Hilfe des Massenportalnetzwerkes hochentwickelte Sternencluster im ansonsten dünn besiedelten, riesigen Weltraum. Okay, damit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich denke mal, das sind alles Sachen auf verschiedenen Planeten. Wobei, die turianischen Insignien, die Kampfzeichen, die wertvollen Mineralien sind nicht wichtig. Nur die Marines, die Piraten, feindliche Übernahme, die Geiselnahme und das vermisste Forschungsteam. Ja. Und damit hätten wir die heutige Folge beendet. Danke fürs Zusehen und wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Wir wissen noch nicht genau, wo wir als nächstes hinfahren, ob wir noch einen Meteoriten oder eine Zwischenmission machen oder ob wir Liara retten. Wir können ja mal ganz kurz was gucken. Ja genau, wir können jetzt ja hier herauszoomen. Ja genau, hier waren wir jetzt schon überall. In Asgard waren wir jetzt auch schon und dann ist hier Utopia. Ich finde mal ganz kurz nochmal da reingucken, ob da was war. Ich glaube, da haben wir aber auch schon uns umgeguckt. Eine zu große Pause. Ja, Eden Prime ist hier. Das heißt, hier war nichts mehr. Genau. Gut. Und dann werden wir nächstes Mal, da wir so oder so nach Hades Gamma müssen, wir werden einfach mal hinspringen.
Okay, hier sind sogar drei Planeten, das ist gut zu wissen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Also drei Cluster-Gebiete. Die werden wir dann beim nächsten Mal erkunden, bevor wir nach Liyawa gehen. Und ja, euer Remske, danke fürs Zusehen. Haut rein!